Willkommen zurück zu der Free-to-Play-Community-Challenge von Psycho. Wir schon wieder im Shop vorbei und uns hier den Gratis-Token und die 200 Gratis-Gold ab. Und dann, das letzte Video ist lange her. 2 Wochen war ich im Urlaub. Ich habe natürlich trotzdem weitergespielt. Im Urlaub kann man nicht ganz so aktiv spielen, wie man jetzt, also als wenn man zu Hause ist. Aber ich denke, ich bin trotzdem schon recht gut noch vorangekommen. Ihr seht es hier. Ich bin auf Insel 17. Es fehlen natürlich hier und da immer mal wieder der ein oder andere Stern. Hier unten sind es nur ein Stern. Hier oben sind zum Beispiel 5 Sterne, die mir fehlen. Und ja, ich habe natürlich viele, viele Kisten bekommen. Auf so einem neuen Account bekommt man ja mehr Kisten als auf dem Main-Account. Und die will ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen zeige ich euch die jetzt. Genau, ihr habt es gesehen. Es waren sogar tatsächlich ein paar gute Items dabei. Wir können uns die hier einmal angucken, die Truppenlevel und die Items. Also ich habe erstmal den Bogenschützen auf Level 6, Barbaren auch. Den Magier habe ich schon auf Level 7. Prinz und Giant und Goblin sind ebenfalls auf Level 6. Packer auf Level 3 und Feuerball und Rocket wieder auf Level 6. Von den Items her, hier haben wir den Strongbow Level 2. Bin ich sehr zufrieden mit, den haben wir auch rechtzeitig bekommen, schon den Level 1er Strongbow. Hier bei den Barbaren hatten wir auch, ich sage mal, schon Glück gehabt mit dem Item, weil wir auch hier rechtzeitig das Heavy Sword bekommen haben. Dafür ist das aber leider Level 1 geblieben. Beim Magier denkt ihr jetzt bestimmt, oha, er hat die Explosive Rope. Die habe ich aber tatsächlich erst seit gestern. Und die Fire Rope habe ich, glaube ich, auch erst seit ein paar Tagen, so vielleicht 3, 4, 5 Tage maximal. Also bei dem Magier hatte ich sehr viel Pech gehabt, sehr lange überhaupt kein Item und trotzdem natürlich Explosive Rope nur Level 1. Bei dem Prinzen Flächenschaden-Item, also Powerlands, Level 2, auch etwas später erst bekommen. Ich hatte hier erst die Shield-Lanze, aber jetzt hier mit dem Level 2-Item kann man zufrieden sein. Beim Giant leider noch Pech, da habe ich bisher nur Rage Gauntlet. Flächenschaden-Item wäre mir da auf jeden Fall lieber. Beim Goblin Fury Dagger habe ich auch noch nicht so lange, auch erst vor kurzem bekommen. Hier wäre das Triple Dagger natürlich besser, ist aber okay. Das Fury Dagger, aber halt auch nur Level 1. Beim Packer bin ich noch mit überhaupt gar keinem Item unterwegs. Und ja, Feuerball habe ich auch nur einen. Also ihr seht, es könnte besser laufen. Man hätte den zweiten Feuerball bekommen können. Oder die Explosive Rope hätte ich sehr gerne viel eher bekommen. Aber so momentan mit dem Items ist es okay, aber wie gesagt, viele gute Items kamen leider sehr spät. Deswegen 187 Sterne ist nicht sehr viel in der Challenge. Wir sehen es hier, der Platz 1 hat 299 Sterne. Das ist sehr heftig. Wir sehen es hier, er hat jetzt auch nicht übertriebene Items. Also er hat zum Beispiel auch keinen zweiten Feuerball. Dafür hat er einen Packer mehr. Und ja gut, wir wissen nicht, wie lange die Explosive Rope schon hat. Vielleicht hat er die schon seit Anfang an. Und auf jeden Fall Triple Dagger hat er. Er hat den Strongbow schon auf einem besseren Level. Dafür aber keine Crit-Barbaren. Also auch nicht perfekte Items. Aber trotzdem
wahrscheinlich ein sehr guter Spieler, wenn er so weit oben ist. Genau, wir sind momentan auf Platz 21 von 46. Das ist gutes Mittelfeld, damit kann ich leben. Wie gesagt, am Anfang ein bisschen Pech mit den Items gehabt. Jetzt zum Ende hin wurde es dann auch besser. Genau. Hier der Ali übrigens aus unserer Community über uns, sehr schön. Platz 14 belegt er. Grüße gehen raus. Und dann kommen wir jetzt mal zur Liga. Hier können wir uns jetzt die Belohnung abholen. Und zwar bin ich in Silber 2 aufgestiegen. Das ist schon mal sehr gut. In der ersten Ligawoche bin ich nicht aufgestiegen, weil ich da auch, glaube ich, den ersten Tag noch nicht spielen konnte. Dafür bin ich dann aber dann in der zweiten Woche in Silber 3 aufgestiegen und jetzt halt in Silber 2. Das ist schon mal nicht schlecht. Damit sind wir eigentlich ganz gut bei der Liga mit dabei. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt auch mal hier in den Ligakampf rein. Mal gucken, was wir so reißen können. Okay, wir haben leider direkt hier keine Kombos. Ich würde mal die Magier zusammen machen, damit wir schon mal die Mauern öffnen. Okay, hier nehmen wir zwei Barbaren. Hier dann die Goblins. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Giants geraged. Das geht aber natürlich noch besser mit dem Ragen. Tja, das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Machen wir hier wenigstens mal die Dreier-Barbaren-Kombo. Okay, jetzt stirbt der eine Barbar, dann nehmen wir den. Dann die Goblins, das ist schon mal gut für die Goldlage. Dann sind wir die schon mal los. So, jetzt müssen wir den Giant nehmen. Okay, perfekt. Die Giant-Kombo hier, die ist schön am Ragen, das ist sehr gut. Okay, die Prinzen würde ich ungern einsetzen, weil halt einer fehlt zur Kombo, um das Item freizuschalten. Magier dasselbe Problem. Nehmen wir mal den Goblin, lassen die Giants damit noch ein bisschen ragen und dann können wir sie jetzt reinschicken. So, jetzt hätten wir hier die Prinzen zusammen. Ist natürlich eigentlich ein bisschen verschwendet. Die Frage ist, kriegen wir das anders noch hin? Ja, sollten wir eigentlich. Machen wir mal so. Okay, Barbaren kommen leider jetzt ein bisschen zu groß geworden. Müssen wir trotzdem machen. Damit haben wir die erste Stage schon mal geschafft. Acht Magier, ganz klar. Hier ist eine schöne Prinzenkombo. Die nehmen wir auch. Okay, hier würde ich den einen Feuerball nehmen. So, Magier ist natürlich jetzt eigentlich nicht optimal. Ich denke bloß, wir haben keine andere Wahl. Ja, wir müssen die Magier nehmen. Und dann vielleicht noch ein Giant. Ich muss gucken, ob das reicht. Ja, das eigentlich, könnte auch ein Barbar reichen. Problem mit dem Barbar, wir machen uns hier die Goblin-Kombo ein bisschen kaputt. Nehmen wir mal den einzelnen Goblin. So, hier sind die Feuerbälle sehr gut, wenn die Teslas dann ausklappen. Nehmen wir hier nochmal 8 Barbaren. So, dann schicken wir einfach nur den einzelnen Magier rein, damit die Teslas einmal ausklappen. Und dann können wir jetzt hier schön die Feuerbälle nehmen. Nehmen die Swap-Bücher mit. Gleich noch ein Feuerball. Die können wir hier gut einsetzen. Okay. Na, den nächsten Feuerball sparen wir uns mal noch. Okay, jetzt verlieren wir natürlich dann ein Barbar. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Dafür jetzt hier eine schöne Barbaren-Kombo. Sind dann auch den Inferno los, der recht viel Leben hat. So langsam sind dann unsere Truppen auch leer. Aber wir haben schon mal die dritte Stage. Okay, was machen wir hier? Ich würde mal die Bogenschützen nehmen. So, dann können wir hier eigentlich gleich auch wieder einen Feuerball reinjagen. So, wir könnten natürlich noch warten, bis der Tesla ausklappt. Das machen wir auch mal. Dann swappen wir hier einmal die Magier noch zusammen. Ja, auch hier wäre es eigentlich gut noch zu warten, bis die Teslas sich ausgeklappt haben.
dann verschwenden wir jetzt den einzelnen Barbaren einmal. Ach, jetzt haben wir natürlich die Infernos, auch das habe ich nicht bedacht. Ja, ich glaube, wir müssen den Verlust dann einfach hinnehmen. Wäre der Feuerball vorher. Nein, eigentlich lohnt sich das nicht. Ja, gut, wir nehmen den Verlust da jetzt hin. Den Feuerball nehmen wir dann lieber da hinten. Hier nehme ich die zwei Giants. So. Dann hier einmal den Feuerball. Oh, ich glaube, das reicht. Ah, wir haben die zwei Giants. Ja, das muss einfach jetzt mal reichen. Jetzt brauchen wir Glück. Okay, der Giant wird schon mal nicht angegriffen. Das ist schon mal gut. Ja, ich glaube, die beiden Giants werden nicht reichen. Ah, es reicht ganz knapp nicht. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Das ist sehr knapp. Aber gut. Drei Stages. Wir gucken mal, wo wir jetzt gelandet sind. Platz 15. Ja, gut. Ja, man muss dazu sagen, wir können ja mal eben die Truppen der anderen angucken. Ja, gut. Die sind deutlich besser. Also, ich denke, in Silber 2 sind wir schon ganz gut. Was wir hier mit dem Account dann geschafft haben. Und dann war es das aber auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie weit ich bin. Ihr habt die ganzen Truppenlevel gesehen, die Items. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Schreibt beim nächsten Mal wieder ein. Und tschüss.